Wir sind die Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dienstlaken. Wir machen Kinder stark für das Leben. Unsere Schule ist ein Raum des Lernens und Lebens, in dem sich junge Menschen mit ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten ganzheitlich entwickeln und in gegenseitiger Achtung begegnen. In diesem Raum gestalten sie gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ihr Zusammenleben aktiv. Dabei erfahren sie Anerkennung und übernehmen soziale Verantwortung. Unter fachkundiger Anleitung und individueller Förderung organisieren sie ihr Lernen zunehmend selbstständig und entwickeln dabei die Bereitschaft und Fähigkeit zum Handeln. Sie lernen für ihr gegenwärtiges und zukünftiges Leben und erwerben dabei die notwendigen Qualifikationen für Ausbildung, Beruf und Studium. In den inklusiven Lerngruppen begegnen sich Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen. Im gemeinsamen Lernen wird so Vielfalt erlebt und gelebt. Die Ernst-Barlach-Gesamtschule hat zwei Standorte. Hier befinden wir uns an der Goethestraße. Hier sind die Klassen 5 und 6 beheimatet. So gewährleisten wir den Kindern einen sanften Übergang von der Grundschule in das große System der weiterführenden Schule. Das heißt, hier findet der Unterricht fast ausschließlich im Klassenverband statt. Es gibt immer ein Klassenlehrerteam, was die Klassen betreut, sodass wir nach 2 Jahren hier an der Goethestraße die Schüler an die große Schule entlassen können. Das Schöne bei uns ist, dass wir ab der 5. Klasse eine gemeinsame Klassengemeinschaft bilden, wir uns zusammen weiterentwickeln und sich ab der 7. Klasse alles etwas differenziert. Wir je nachdem nach unseren Stärken und Schwächen uns weiterbilden und wir daraufhin den für uns besten Schulabschluss erlangen können. Mit dem Übergang ins 7. Schuljahr wechseln die Schüler auch das Gebäude von der Goethestraße hier zur Scharnhorststraße. Wichtig dabei ist, die Klassenlehrer bleiben und haben die ganze Laufbahn über ihre Schüler individuell im Blick. Und sie bekommen ihr erstes Wahlpflichtfach. Außerdem wird in Mathematik und in Englisch in Grund- und Erweiterungskurse leistungsdifferenziert. Auch im Jahrgang 7 bis 10 bieten wir viele interessante AGs für unsere Schülerinnen und Schüler an. Dazu gehört zum Beispiel der Erwerb des Mofa-Führerscheins, eine Kanu-AG, aber eben auch sowas wie eine Hunde-AG. In den letzten beiden Jahren der Sekundarstufe 1 bereiten wir unsere Schüler auf die gymnasiale Oberstufe, aber auch auf die Berufs- und Arbeitswelt vor. Nach Klasse 10 vergeben wir alle zu erreichenden Schulabschlüsse, um unsere Schüler bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Ich bin schon seit Anfang an hier. Die Schule finde ich wirklich toll. Die fördert die Talente und Fähigkeiten, vor allem durch das Fach Phöbo. Da kann man verschiedene Fächer wählen, wie Mediendesign, neue Technologien oder auch Pädagogik und vieles mehr. Um die Schüler beim Übergang von der Schule zum Beruf zu unterstützen, bietet die Ernst-Barlach-Gesamtschule neben den Standardelementen wie Berufsfelderkundung und Praktika auch zusätzliche Projekte an, wie die Berufseinstiegsbegleitung, das Ausbildungspatenprojekt, Veranstaltungen durch die Talentmetropole Ruhr und Kooperationen mit verschiedenen Dienstlakener Unternehmen an. Anschließend werden in der Oberstufe die möglichen Wege nach dem Abitur thematisiert. An der EBGS kann man, wie in allen gymnasialen Oberstufen, das Zentralabitur ablegen. Wichtig hierbei ist, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Fachoberschulreife mit Qualifikation erworben haben. Wem das gelingt, der hat einen sicheren Platz in unserer Oberstufe. Das Besondere an dieser Schule ist eben die Kooperation mit anderen Oberstufen in Dienstlaken, dass wir eben eine Vielzahl von Leistungskursen geboten bekommen, dass wir dann eben aus vielen verschiedenen auch wählen können. Das sind dann Fächer, die sonst in der Unterstufe mehr so Nebenfächer sind. Das ist bei mir selber auch so. Ich belege den SOWI-Leistungskurs an einer anderen Oberstufe in Dienstlaken und hier kann ich dann eben die andere Schiene für den Deutsch-LK nutzen, sodass ich die parallel beide unterrichtet bekommen kann. Als ausgezeichnete MINT-freundliche Schule bietet die EBGS abwechslungsreichen und anschaulichen Unterricht sowie weiterführende MINT-Lernangebote, um die Begeisterung für naturwissenschaftlich-technische Fächer zu wecken und Talente zu fördern. Als Schule der Zukunft, Bildung für Nachhaltigkeit, steht die Ernst-Barlach-Gesamtschule für neue Lernkulturen, vielfältige Lernformate und vor allem für eine wertschätzende Haltung. Komm zu uns, entdecke dein Potenzial und begeistere dich für die vielfältigen Möglichkeiten unserer Schule.